Es ist kurz vor 17 Uhr und wie viele andere auch, warteten Theresa und Elisa ungeduldig auf ihr großes Vorbild. Dieses stammt aus Fieberbrunn und seine stärkste Disziplin ist der Slalom. Und ich mag ihn voll gern und er ist voll sympathisch und ja. Ja, ich schaue immer Skifahren. Und ihn zu sehen ist natürlich auch ein großer Sprung für ihn wieder. Ja, er ist ein cooler Skifahrer, er hat viel gewungen, er ist mein großes Vorbild. Boah, ich freue mich so. Ja, ich ja. Wir brauchen gescheite Fotos. Ja, nicht, dass wir ja bei ich mache schon für euch. Haben Sie schon eine leise Ahnung, wer bei Intersport Frühstück zu Gast ist? Er gewann hinter Marcel Hirscher im Slalom die Silbermedaille. Manuel Feller. Also für mich, Hermann Mayer war Wahnsinn. Okay. Und dann ja, Bodi Miller war eigentlich so ein bisschen mein Star. Und schlussendlich, ich habe immer noch Vorbilder. Ich glaube, man kann von jedem was lernen. Ich glaube, wenn ich in die Slalomgruppen gekommen bin, da waren alles Vorbilder von mir in der Gruppe. Ich war ja mit Abstand der Jüngste am Anfang. Und ich muss auch sagen, der Marcel ist genauso ein Vorbild für mich. Er ist der beste Skifahrer, den es jemals gegeben hat. Für jeden Skifahrer muss der ein Vorbild sein. Eigentlich, oder? Auch für die Kleinsten ist es wichtig, große Vorbilder zu haben. Damit sie diesem Vorbild auch persönlich einmal gegenüberstehen können, dafür setzte sich Ewald Konrad mit Begeisterung ein. Ja, ich meine, ich muss mich auch bedanken bei der Firma Atomic, die uns den Manuel Feller natürlich zur Verfügung gestellt haben. Es ist nicht so einfach, einen Weltcup-Fahrer in der Vorbereitungszeit zu kriegen. Das sind einige Mühen und da war es so, dass Atomic da sehr mitgeholfen hat, dass der Manuel da heute gekommen ist. Das ist seine Skimarke, die er fährt. Und ich glaube, der Manuel hat das auch gesagt, wie er dann gekommen ist. Es ist nur beschwerlich, bis du dann da bist. Wenn du dann da bist, dann macht es riesigen Spaß. Aber das vorher, klar, der war bei der Physiotherapie und muss dann von Salzburg extra da noch in Lunga reinfahren. Hut ab, dass er das gemacht hat für uns. Ich möchte mich auch auf diesem Weg bei ihm bedanken, weil ich glaube, wir haben dadurch wieder eine gute Presse bei uns. Es ist wichtig, dass wir in die Medien drinnen sind. Und ich glaube, das ist der richtige Weg und vielleicht kommen wir ja nächstes Jahr wieder. Kinder und Jugendliche versammelten sich um Manuel Feller und so manche Frage brannte ihnen auf der Zunge. Ja, wie er zum Sport gekommen ist und wie es ihm gegangen ist, so in meinen Eltern und so, ob er mal ein Tief gehabt hat oder irgendwelche Verletzungen in den jungen Jahren oder so. Mein Onkel, der ist ein Skihecker, der ist auch Slalom und Riesentallauf gefahren und ich will genau gleich wie der Manuel Feller und mein Onkel fahren. Ja, auf jeden Fall in den Weltcup reingekommen. Ja, das Training ist zwar hart, aber man muss auch durchbeißen, dass man ganz aufkommt. Ich habe mir eigentlich nicht so viel Leute erwartet. Also von dem her ja, fühle ich mich geehrt, dass sie so viele Kids und auch Eltern dahergewagt haben zu mir. Und ja, es ist mir eine Ehre, jeden Autogramm zu geben. Für Theresa und Elisa hat sich das Warten gelohnt und ein Traum ging in Erfüllung. Aber wovon träumt Manuel Feller? Ich schaue mehr auf das, was jetzt ist. Ich glaube, man kann nicht sagen, ich möchte Olympiasieger werden oder ich möchte Gesamtweltcup. Ich glaube, man sollte sich selber auf das jeweilige Rennen konzentrieren. Jedes Rennen ist eigen und einfach Schritt für Schritt denken. Aber nicht nur das passende Material, auch Ehrgeiz und Einsatz sind die Stufen zum Erfolg.